Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4, wo wir immer noch durch Boston umherstreifen. Wir wollten ja eigentlich zum goldenen Grashüpfer, aber das ist ja immer einfacher gesagt als getan. Keep out. Okay. Es ist immer einfacher gesagt als getan, also hier von A nach B zu kommen innerhalb von Boston, aber wir wollen ja natürlich auch möglichst alle Orte mitnehmen. Und von daher schauen wir uns hier natürlich auch ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Hier könnten wir unsere Rüstung reparieren und alles mal so ein bisschen überprüfen. Ist aber nicht nötig nach dem jetzigen Stand. Wir haben in der letzten Folge auch den Schwierigkeitsgrad erhöht. Das bedeutet, wir kriegen jetzt auch mal ein bisschen mehr auf die Mütze. So hoffe ich doch. Also, dass ein bisschen herausfordernder ist. Wir werden es sehen. Wir müssen weiter in diese Richtung. Wir haben hier noch hier diese Theatermuschel. Ist das, sind das Raider? Missionare. Amphitheater am Charles Aussichtspunkt. Lohnt sich wohl nicht, das hier mit Schleichen zu versuchen. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, ob es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Sind das schon wieder so Spinner? So religiöse Spinner, warum fragst du? Denn wenn du solch ein Mensch bist, ist das der richtige Ort, Nächster. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte, dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Worum geht es? Was geht es in eurer Bewegung? Schön, dass du das fragst. Unsere Mission ist nichts Geringeres, als das gesamte Commonwealth zu verändern. Leben für Leben. Vielleicht hast du mal in Bildern oder Geschichten erfahren, wie das Leben vor dem großen Krieg war. Vielleicht hast du dich gefragt, warum kann es nicht wieder so sein? Tja, Nächster, ich sage dir, dass es möglich ist. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Den Versuch bist du dir schuldig. Speichern, Fragen. Ich habe erst noch einige weitere Fragen. Natürlich. Und ich bin hier, um sie zu beantworten. Schieß los. Eure Bewegung. Was geht es in eurer Bewegung? Unsere Mission ist nichts Geringeres, als das gesamte Commonwealth zu verändern. Leben für Leben. Vielleicht hast du mal in Bildern... das haben wir schon gehört. Vielleicht hast du sonst noch... Wenn ich es mir anders überlege? Wenn ich es mir später anders überlege? Es gibt absolut keine Verpflichtungen. Aber glaub mir, wenn du siehst, wie sich dein Leben ändert, willst du nicht mehr gehen. Ob du es glaubst oder nicht, noch nie hat uns eine Säule verlassen. Nicht viele Gruppen wie unsere können das von sich behaupten, oder? Hast du sonst noch Fragen, bevor wir anfangen? Keine weiteren Fragen. Ich habe keine weiteren Fragen. Gut, dann bist du hoffentlich bereit für deinen ersten Schritt in ein neues Leben als eine Säule der Gemeinschaft. Jetzt speichere ich aber nochmal. Ja? Ja, bin ich. In Ordnung. Fantastisch. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Seit unseren Anfängen hat uns noch nie eine Säule verlassen. Ja, und jetzt? Hier entlang, Nächster. Wir lieber nicht wissen, was für Aufführungen jetzt hier stattfinden. Wie sollen ihnen also folgen? Bruder Andrew. Schüchtern. Komm. So, irgendwie wie so ein bisschen wie so ein Perversling hier. Ja, dann komm, geh mal. Keine Angst, ich weiß es nicht. Ja, ich folge dir. Geh vor. Ich freue mich immer, neue Mitglieder willkommen zu heißen. Ja, und jetzt? In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen, um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles, was du hast. Dann sich bis auf die Socken auszuziehen, ist nur in wenigen Situationen angebracht. In dieser hier aber bestimmt nicht. Du hältst mich sicher für einen Idioten. Aber du bist doch hergekommen, oder? Du hast zwei Möglichkeiten. Gib mir alles, was du hast. Oder wir nehmen es uns. Ich werde jetzt gehen.
Deine Entscheidung, was du dagegen tun willst. Du bist den Ärger nicht wert. Da gibt es leichtere Ziele. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Weißt du was? Da gibt es leichtere Ziele. Du bist tot. Das muss heute nicht dein Todestag sein. Nicht mit mir, ihr Drecksäcke. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch... Was ist denn das für ein Drecksackverhalten hier? Ich war so nah dran. Sie kommen... Sie ziehen die Leute ja quasi auseinander. Ja, nicht mal. Also nicht, dass das eine Option ist. Ich hatte gehofft, dass du schlauer bist. So. So viel dazu. So eine bescheuerte Bande. Immer wieder diese religiösen Spinner, die an irgendwas glauben, irgendeine Gemeinschaft bilden und dann es nicht wert sind zu leben. Interessant. Und Nick war selbst auch dagegen. Das ist jetzt auch kein Stehen mehr, weil die alle tot sind. Tja. So viel dazu. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Und das ist jetzt doch wiederum Stehen. Ach, ist mir egal. Dann machen wir das halt. Nick ist noch nicht mal enttäuscht oder so, dass wir das jetzt gerade machen. Da steht jetzt nicht, Nick hat das nicht gefallen oder sowas. Von daher ist dem halt so. Salisbury Steaks, schmutziges Wasser. Ja, da haben wir das Commonwealth wieder von einer idiotischen Bande befreit. Das finde ich sehr schön. Das freut mich. Endlich haben wir wieder was Gutes getan. Diesen Spinner haben wir ja direkt als erstes ausgeschaltet. Der Hauptanwärter dieser bescheuerten Vereinigung. Was haben wir denn hier drin? Wie schön. Patronen sind quasi ihr Lagerraum, oder wie? Oder der Schlafraum hier von dem Boss. Naja, das hätten wir geklärt und wir können weitergehen in Richtung Nordosten zu unserem Ziel. Da müssten wir lange, da vorne haben wir nochmal ein Gebäude, was wir noch nicht gesehen hatten. Ich würde sagen, da schauen wir doch mal eben nach, oder? Ist aber ein großes Gebäude. Ist es dieses hier? Wenn ja, dann ist es verdammt groß. Müssen wir irgendwie andersrum gehen. Müssen uns jetzt quasi links an dieser Wand hier halten. So, jetzt können wir auch wieder laufen. Ritter der Bruderschaft. Ich wollte schon fast drauf schießen. Mass Fusion. State House. Dann gehen wir mal in das State House, also ein sehr, sehr großes Gebäude. Ja, mal sehen, was wir jetzt hier drin vorfinden werden. Raider, Mutanten, Ghule. Wer haust hier? Das sind doch immer irgendwie so Vereinigungen. Geht es nach oben? Nach oben gehen wir erstmal noch nicht. Es sieht aber sehr wässrig hier drin aus. Sind hier doch vielleicht Mylords? Wäre mal was anderes hier innerhalb von Boston. Einfach mal ein Gebäude Mylords haben. Hier können wir aber sonst irgendwo lang, das heißt, wir müssen nach oben. Oder doch keine Mylords, weil hier sind Fallen. Toter Raider. Ja,
Das hört sich irgendwie nach Insekten an hier gerade. Ah. Interessant. Kriegt man jetzt eigentlich auch mehr Erfahrungspunkte jetzt, wo ich den Schwierigkeitsgrad erhöht habe? Ein toter Plünderer. Und etwas zum Lesen. Ein Terminal. Nachrichten an alle Mitarbeiter. Sie werden heute Nacht eine Menge unbekannter Gesichter im Büro sehen. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben Handwerker bestellt, die die Toiletten reparieren sollen. Das Problem hängt wohl mit den alten Rohren im Keller zusammen. Ich würde daher alle darum bitten, die Toiletten im Gebäude nicht zu benutzen, bis die Arbeiten beendet sind. Bitte entschuldigen Sie für die... bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Susan M. Personalabteilung. Von T. Daniels. Wir wollen zu deinem Geburtstag etwas Nettes für dich machen. Ist doch nur fair. Schließlich musst du heute arbeiten. Komm doch zu uns in die Cafeteria. Es gibt Kaffee und Kuchen und alle werden da sein. T. Daniels. PS, du magst Red Velvet Kuchen, oder? Susan M. Hey Robert, tut mir leid, ich werde es die Woche nicht zum Baseballspiel schaffen. Ich habe einen Termin beim Zahnarzt, vielleicht das nächste Mal. Kannst du außerdem nochmal andere Angebote für die Wartungsarbeit fordern? Das letzte Mal, dass du geschickt hast, war viel zu teuer. Governor Graham will nicht, dass wir so viel Geld für Verschiedenes ausgeben. Susan M., Personalabteilung. Archivierte Einträge. Toiletten. Hier riecht es in letzter Zeit widerlich. Dieses Rohr sollte bald repariert werden. Wenn ich so meine letzten Monaten verbringen muss, kann ich eigentlich auch gleich aufhören. Kamera Robert Yimin. Finanzen. Die Recherchenschaftsberichte für das vergangene Fiskaljahr wurde abgeschlossen. Die größten Unterschiede zum Vorjahr gab es bei der Militärausgaben, die stark gestiegen sind, und die Ausgaben für das Gesundheitssystem, Dienstleistungen und den öffentlichen Nahverkehr, die alle stark gesunken sind. Nicht, dass das jemals jemand erfahren würde, denn die Berichte werden sicher noch angepasst, bevor sie ins Staatsarchiv wandern. Kamera Robert Yemelin. Ich höre auf. Ich hasse diesen Ort. Anfang nächsten Jahres gehe ich. Mir ist es egal, wenn das hier jemand liest. Ich bin kein Rotter. Okay. T. Daniels. Dieser Typ ist so ein Arschloch. Er weiß, dass ich Gefühle für Susan habe, seit ich hier arbeite. Und jetzt führt er sie abends aus. Was findet Susan an einem Typen wie ihm? Naja, von mir aus bekommt er jedenfalls kein Tickets für das Baseballspiel diese Woche. Interessant, interessant oder auch nicht. Eigentlich nicht. Trotzdem haben wir es mal gelesen. Dieser Robert war eigentlich so... wurde, so wie ich das jetzt gelesen habe, sehr gemobbt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und er wollte kündigen, er hat die Schnauze voll gehabt. Gut, gut, Knut. Dann wollen wir mal weiter looten. Eine Schaufel. Ein toter Raider. Haarklammern nochmal gefunden. Hat wird sowieso generell ein paar gefunden. Heilungsschlüpflinge. Aber bekommen wir nur 3 Erfahrungspunkte. Ich glaube, das haben wir vorher auch bekommen. Also von daher keine Steigerung mit dem Schwierigkeitsgrad. Aber der Loot könnte besser sein. Sprich... höhere Chance auf legendäre Gegner. Bisher ist noch alles okay, dass wir das auf diesem Schwierigkeitsgrad spielen. Ich glaube, das können wir so beibehalten, auch schwer und gut ist. Ein Feuerzeug. Hat jemand den Kammerjäger gerufen? Haben sie sich wohl anders überlegt und sind geflohen. Also doch, Milox. Also doch. Waren wir nicht hier? Ne, da waren wir noch nicht. Hier in der gesamten Ecke waren wir noch nicht. Raider Psycho.
Aber wieso sind hier Mayalurks mitten in Boston? Das Gebäude steht doch so eigentlich gar nicht unter Wasser, wenn ich das richtig gesehen habe. Mal sehen, wir werden es vielleicht doch erfahren. Ich frage mich halt gerade momentan einfach nur so, warum. Einfach mal weggeschnetzelt. Dann gucken wir uns hier mal weiter um. Also war schon ganz gut so, dass ich noch kein Zeug verkauft habe, weil so viel Loot, den man hier hat, das ist ja echt unfassbar. Was denn das? Das ist doch ein Aufzug. Ach, da kommt man dann später wieder runter, wenn ich das richtig sehe. Okay, jetzt müssen wir hier nach unten. Von da kamen wir. Bisschen verzweigt das Ganze. Eine Holzkiste. Ich weiß gar nicht, was wir dann als nächstes skillen sollten, wenn wir die nächsten Punkte haben. Muss ich mal sehen. Vielleicht mal Explosionsschaden, weil wir benutzen die Granaten ja schon relativ oft. Wenn wir dann den Explosionsradius ein wenig erhöhen, da war gerade eine kleine Kakerlake. So eine kleine putzige Süße. So, dann wollen wir mal. Oh nein, ich höre da schon etwas. Nein, 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 blödes Radio. Immer diese blöde GEMA-Geschichte. Wir rennen uns zurück. Boston ist natürlich da ideal, immer wieder Radios halt zu finden, die dann an sind. Das ist dann natürlich relativ nervig. Okay, hat hier jemand gelebt? So wie es aussieht, ja. Verbrannte Bücher, eine Bierflasche, die wir mitnehmen. Aber die Bücher brauchen wir nicht. Ein Terminal. Was haben wir denn hier im Terminal stehen? Nachrichten an alle Mitarbeiter. Ja, hallo? Hallo? Wieso kann ich die nicht abspielen? Ja, das hatten wir schon mit den Handwerker T. Daniels. 15 Uhr sind alle zum Kaffee und Kuchen eingeladen. Ja. Ja, hatten wir alle schon. Zum Glück wiederholt sich das. Nichts Neues, also... Na gut, von hier kamen wir, oder? Ja. Aber hier waren wir noch nicht drin. Da kommen wir auch gar nicht rein. Gut, hat sich das auch erledigt. Hier ging es noch weiter, da geht es wieder hoch. Also es ist ein Auf und Ab hier. Coca-Cola-Flasche. Ja, immer mit der Ruhe, Nick. Immer mit der Ruhe. Trotz, dass wir jetzt den Schwierigkeitsgrad geändert haben, sind Mayalurks immer noch keine große Herausforderung. Hier haben wir nichts weiter, dann gehen wir mal hier hoch. Aber ich höre auch Raider. Wir sind also Raider und Mayalurks. Interessant. Durchaus interessant. Das kann ja doch noch was werden hier drin. Ich hätte gedacht, hier sind nur Mayalurks. Aber Raider noch dazu, das könnte ja vielversprechend sein. Die klappern da gerade am Holz. Das ist ein bisschen irritierend. Das sieht ja geil aus. Müssen wir da runter? Ja, die reden gerade über die Beantown Brauerei, wo wir schon mal aufgeräumt haben. Müssen wir da runter? Ah, da wird es hochgehen. Ich glaube, wir müssen so gesehen da runter. Ah, verdammt. Stimpak, das wollte ich noch haben. Ja gut, dann beugen wir uns mal dem Spielgeschehen und springen da runter, so wie wir es eigentlich müssten. Das ist ja interessant. Mayalurk Jäger.
wenn ich den nochmal irgendwann treffe. Meiner Brut. Nick schreit, weil er runtergefallen ist. So, was haben wir denn hier Schickes? Noch mehr Loot, aber ich denke mal, jetzt haben wir hier hauptsächlich Mylocks, bis wir uns dann zu den Raidern vorkämpfen. Vielleicht haben die das als Sicherheitsmaßnahme so gemacht, aber ganz ehrlich, wie kommen die denn rein und raus? Ach so, über den Aufzug. Dann, ich verstehe. Dann macht das Ganze Sinn. Die kommen sicher über den Aufzug rein, während wir uns hier quasi durchschnetzeln müssen. Er hat uns das letzte Mal unterschätzt. Ich gönne mir mal zwei Stimpacks. Eine legendäre Todeskrallenklaue. Eine sehr schlechte Rüstung. Und die war wirklich nicht gut. Ein wirklich sehr interessantes Gebäude, muss ich gestehen. Stopp. Radioaktivität und Halloween-Zeichnereien. Passt ja auch gerade zur momentanen Lage. Da wir momentan gerade Halloween haben. Während diese Folge rauskommt, ist Halloween schon längst wieder vorbei. Aber ich nehme das gerade am Montag auf. An Halloween. Ja, das war eigentlich vorhersehbar, dass hier die Viecher rauskommen. Was aber auch kein Problem ist, etwas zu essen und ein paar Erfahrungspunkte geschenkt. Vor allem bin ich mal froh, wenn wir einen neuen Begleiter haben, dass wir endlich mal andere Sprüche hören als die von Nick. Der wiederholt sich und wiederholt sich, ja. Auf lange Sicht ist das dann doch so ein bisschen, wo man sich dann denkt, ach, hast du mal eine andere Platte drauf. Also hier ist eine wahre Brutstätte der Mylocks. Aber jetzt haben wir es ja auch erfahren, also hier die Wasserkanäle sind direkt unterhalb dieses Gebäudes und daher auch die Mylocks. Dann macht das auch alles Sinn. Und dann hat sich die Frage auch beantwortet, warum hier Mylocks sind. Beim ersten Moment denkt man sich, warum mitten im Boston, warum? Aber so ist das ja alles selbsterklärend. Puh, ziemlich wirr hier. Ich hoffe, ich gehe ja richtig, dass wir nachher wieder zu den Raidern kommen. Hier, aus seinem Kopf kam ein Schlüpfling. Das wäre natürlich sehr appetitlich. Über uns. Terminal. Notfalltür, Überbrückung aktivieren. Überbrückung aktiviert. Dann ist die Türe jetzt offen und da haben wir Mylock. Woher der auch immer herkam. Dann können wir jetzt da hinten durch den Laden gehen und alles mitnehmen. Können wir gleich machen. Okay, das machen wir doch. Hallo, V-Modus. V, 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 V. Stand mir der Bestie direkt gegenüber. Quasi in ihr. Und in ihr ist was anderes als in ihr. Okay, ich weiß, der war flach. Wie gehen wir hier weiter, dass wir in Richtung der Raider kommen, denke ich mal. Oder wir kommen hier raus, whatever. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hier von den Mylocks weg. Die Königin als Abschluss. Zum Glück sind wir ja mittlerweile etwas stärker. Sonst wäre das sehr wahrscheinlich unser Tod gewesen. Höchstwahrscheinlich. Ich mache mal das Licht aus.
Okay, es gibt ja doch noch Mylocks hier. Die haben den Boden kaputt gemacht. Verdammt, nichts gewachsen. Hoffen wir, dass die nicht wieder kommen. Was ist der Boden wackelt hier so? Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Wow, das war relativ knapp. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Terminal, was haben wir denn hier Schönes? Von T. Daniels. Robert hat heute... Ja, haben wir ja schon gelesen. Archivierte Einträge. Ja, das hatten wir alles schon gelesen. Müssen wir nicht nochmal haben. Robert hat Geburtstag gehabt. Wunderschön. Splitterminen. Ich glaube, dass wir aber dann langsam am Ende dieses Gebäudes hier sind. Ich denke mal, die Raider machen wir Platz. Ein Boss ist dabei und dann haben wir gut Loot und dann können wir den Aufzug nach unten und dann war's das. So kann ich mir das vorstellen. Ist ja meistens so. Wenn wir mal ehrlich sind, ist das nichts Außergewöhnliches. Jack wird dich nervös machen. Ich schätze, sie hatte recht. Hey. Was denn? Du wirst langsam paranoid, da ist nichts. Nein, er wird nicht paranoid und hier ist wohl was. Hier drüben! Ja, wie auf der Schießbude hier. Hier war sonst nichts mehr. Ist nichts Persönliches. Einfach nur du oder ich erwische, bist du tot. Dann gucken wir erstmal hier unten nach. Bevor wir uns nach oben bewegen. So Spielchen mit dir spielen, was? Nö, eigentlich nicht. Will ich eigentlich sofort töten. Eine Kugel zwischen die Augen, das wäre schon fein. Ja, ich möchte alles mitnehmen. War das? Schau mal, wer wieder da ist. Ja, schau mal, wer wieder tot ist. Ein weiterer Raider. Mit der Schrotflinte hat er mir in den Hintern geschossen. Gar nicht lieb. Daraufhin muss ich ihn direkt exekutieren oder sie. Da kommt jemand. Nicht allein. Komm, zeig mir dein hässliches Gesicht. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Danke. Ich werde dich finden! Ich werde dich auffinden, wo auch immer du bist und rumschreist. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Coole Stimme, der Typ, aber tot ist er dennoch. So, jetzt haben wir hier mehrere Gänge. Ist immer so, ich fühle mich dann immer so erschlagen, wenn du irgendwo reinkommst und hast dann direkt so viele Wege vor dir und... Hm? Du bist am Überlegen, gehe ich den linken, gehe ich den rechten Weg oder gehe ich den Weg, wo ich erstmal jemanden umbringen kann. Noch kannst du weglaufen. Auf Wiedersehen, Schönheit. So, wir gucken erstmal hier auf dieser Etage. Ich würde mal sagen, wir fangen mal so an. Ganz ruhig, ganz sachlich. Schauen wir uns hier um und looten erstmal. So viel zum Thema sachlich, hat sich dann auch schon wieder erledigt. Geschützturm musste die ganze Stimmung kaputt machen. Da müssen wir einmal außen rum gehen. Okay, da müssen wir doch erstmal hier oben lang. Türe öffnen, hier haben wir nichts weiter, oder? Ja, doch, ein Knochen und ein paar Kronkorken. Und eine Bierflasche. Ein weiterer Raum. Solange du das Zeug trägst. Ja, Nick, ich trage das Zeug, weil du bist eh überladen und ich habe sowieso schon 1 Million Kilo dabei. Ach, diesmal hat es nicht geklappt. Das hat wohl irgendwie auch was mit Glück zu tun, dass man sein Glück hoch machen kann. Das hier ist Meister, das ist ja interessant. Na komm, ich mach's mal auf. Ich wollte es erstmal zulassen und erstmal außenrum gehen. Aber ich glaube, ich mach's hier dann auf und dann gucken wir mal. Das wär's.
Geht wohl doch alles ein bisschen weiter, als ich gedacht habe, oder? Kann das sein? Hinterher hätte ich noch die Minen versteckt. Verdammt. Komm schon. Jawohl. Also so viel Munition, wie wir finden, können wir gar nicht verballern eigentlich. Aber mal sehen, wenn ich bei diesem Schwierigkeitsgrad hier länger gut zurechtkomme, kann ich ihn immer noch einmal etwas höher schrauben. Also auch sehr schwer. Aber erstmal machen wir es so. Erstmal eine Zeit lang gucken wir uns das mal an. Wie es mit diesem Schwierigkeitsgrad hier ist. Falls es dann zu einfach sein sollte, kann ich es immer noch hoch machen. Oh, eine Menge Loot. Alter, Finne, das ist ja ganz schön weitläufig. Hier oben, da unten sind wir runtergesprungen auf den ein Stück. Und sind dann zu den Minox gekommen, die wir dann beseitigt hatten. Ach, der eine Typ ist komplett runtergefallen. Schade. Wird ja wohl nicht der letzte Raider gewesen sein. Wer ist da? Sollte nicht lang dauern. Was? Alter. Hat er erst meine Minigun, der Drecksack. Glaube ich spinne. Eine Minigun und eine Powerrüstung. Erstmal kurz nachladen. Das war wohl der letzte. Der dreckige Drecksack, der hat ja ganz schön alles zerfetzt hier. Das ganze Holz weggesplittert. Richtig gut gemacht vom Spiel, muss man schon sagen. Also hier, was ja alles so zerfetzt ist, alles so weggeflogen ist. Das ganze Holz weggesplittert. Cool gemacht, Respekt. Erlebt man ja heutzutage selbst in den wenigsten Ballerspielen, dass es so ist, dass hier wirklich so die ganzen Wände wegfleddern und sonst was bei Explosionen oder sowas. Ah, hier ist der Aufzug. Ah, cool. Minigun. So ein Drecksack. Hatten wir hier also einen Boss Raider. Ohne speziellen Namen, aber es war halt ein Boss. Interessant. Nick macht erstmal Mittag. Während wir hier noch zugange sind. Puh. Ja, das war ja auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde. Ein Geschützturm war ja auch noch. Also die volle Palette habe ich wohl durch meine Granate zerstört. Ich weiß es nicht. Eine Mini-Atombombe, nice. Munition, Hundenapf. Ein Telefon da drin, okay. Von ihnen nehmen wir natürlich alles mit, auch die Sachen für die Rüstung, die Bauteile. Eine Wirbelsäule nehmen wir auch nochmal mit. Ansonsten war es das. Haben wir den Laden hier aufgeräumt. Dann gehen wir nach unten und raus hier. Dann haben wir den gesamten. Das gesamte Gebäude hier abgehakt und gelootet. Ich muss jetzt gerade nur mal schauen, wie wir jetzt hier rauskommen. Wie war das denn nochmal? Hier kamen wir raus. Sehr gut. Gut, das war das Datehouse. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier mal vorbeizusehen. Eine Menge Erfahrungspunkte ergattert, viele Feinde weggeschnetzelt. War auf jeden Fall sehr amüsant. Gut, jetzt müssen wir mal schauen. Wir sind jetzt hier. Also ein bisschen was von Boston haben wir jetzt dadurch schon gemacht, durch diese Rumgurkerei. Wir müssen jetzt genau in diese Richtung. Da haben wir dann drei Gebäude, die wir noch nicht gesehen haben. Vier Gebäude mit dem da vorne. In Richtung Norden. Ist doch hier Richtung Norden, ja. Da haben wir dann auch nochmal ein Gebäude, was wir noch nicht entdeckt haben. Ich würde sagen, das überlasse ich den Zukunftsextreme. Ich werde mich jetzt erstmal eine Aufnahmepause einlegen. Und der Zukunftsextreme kann dann entscheiden, ob er das eine Gebäude, das eine einzige Gebäude, was wir noch nicht da haben, in Richtung Norden. Ich meine, das wäre ja nicht so, als hätten wir dann
da eine Ecke alles fertig. Ich glaube, Zukunftsextrem könnte eventuell das hier zuerst mal, bevor wir uns dann da in die Richtung begeben, mit diesen gelben Augen, die wir hier sehen, ein bisschen angsteinflößend in der Dunkelheit von Boston. Aber ja, ich bedanke mich jedenfalls sehr fürs Zusehen. Ich werde die Sachen jetzt nicht verkaufen, damit Zukunftsextrem genauso weitermachen kann wie bisher. Das hat gut geklappt in Boston, weil ein Gebäude nacheinander da ist. Wir haben so viel Loot hier. Ich denke, da muss man nicht unbedingt jetzt Sachen loswerden. Wir schnetzen uns hier weiter durch Boston und in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession erfahren wir dann, was Zukunftsextrem noch so finden wird. Aber erst nachdem wir diesen Safe hier mitgenommen haben, aus Prinzip. Geschafft. Und ich habe noch ein Interesse, was ich ganz gerne stehen will, meine Begierde, 2000 Gewicht. Gut, also wir werden die Sachen nicht verkaufen, wir werden uns dann auf den Weg machen in Richtung Nordosten von Boston, das reimt sich sogar, werden dann hier vorne das eine Gebäude, was da oben noch ist, mitnehmen, dann hier hinten die ein oder anderen Geschichten und vor allem den Gold, wie heißt die Aufgabe nochmal, der goldene Grashüpfer, den werden wir besorgen. Das und mehr machen wir erst in 2 Tagen von Fallout 4. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen, hoffe, wir sehen uns in 2 Tagen wieder und bis dahin, tschüss.